Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 605 und wir stehen schon vor den ersten Mods. Nämlich da hinten ist noch eine Sache Geschichte dazwischen und wir haben eine Durchfahrhalle. Es gab an dem Tag, glaube ich, zwei Durchfahrhallen. Ich habe mich für diese hier entschieden aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, dass ich andere schlechter fand, gar nicht, sondern der Öffnungsmechanismus. Das Tor geht nach unten in den Boden weg. Das sieht von hier so auch ganz normal aus. Wenn wir jetzt das Ganze aufmachen, zumachen, sehen wir aber, dass hier so eine Art Kante unten dran ist, so eine Art, ne, als wenn es eine Einführung wäre, wo es dann absacken könnte. Weil das ist ja auch nicht nach oben vorgesehen, dass es hingeht, wie ihr seht. Ne? Es gibt ja also keine Überlaufspur, also es ist tatsächlich so gedacht und ja, ich fand, das war doch mal was anderes. Ne? Dann gucken wir uns die mal an. Ja, Tor öffnen kann ich so. Wenn wir hier rüberlaufen, ne, passiert hier soweit nichts, weil Licht haben wir hier zwar, aber ich habe es hier. So, auf Anhieb nicht unbedingt. Doch, da ist ein Lichtschalter. War auf der falschen Seite. Nee, ist Tor öffnen. So geht Lichter. Na, mit einer kleinen Verzögerung. Sehr schön. Ja, sonst eine schöne, einfache Halle. Groß, Durchfahr. Wir haben hier sechs Tore. Alle gehen nach dem gleichen Prinzip auf. Ne? Wir haben hier einen geschlossenen Zustand, so also eine Metallkante. Dann machen wir das auf, weg und dann ist es ganz weg. Ja, ne? Wer es mag, warum nicht? Es geht auch sehr schnell. Also. Muss man selber wissen, was man daraus machen möchte. Ich fand es mal kurios, deswegen dachte ich mir, ich nehme es einfach mal dazu. Texturmäßig sonst so mit dem Beton und den Kanten, mit den Fenstern und sowas, auch die Türen an sich, das ist alles okay. Ne? Also das ist jetzt hier nichts, wo man sich groß dran beschweren müsste oder so. Was die kostet, kann ich euch jetzt schon sagen, ihr seid so bei 450.000 ungefähr. Also es ist kein Schnäppchen, dafür ist es aber auch keine kleine Halle. Ne? Wenn ihr euch hier allein schon die Tiefe und die Länge anguckt, das ist schon ganz schön ordentlicher Brocken. Aber man muss natürlich bereit sein, das zu investieren. So, dann kommen wir zu einer schwedischen Silo, sage ich einfach mal so. Weil so ist das Ganze nämlich gedacht. Wir haben hier die Möglichkeit hochzufahren. Ob die Texturen hier unbedingt so der große Traum sind, das muss jeder selber wissen. Wir können hier die Klappe aufmachen, dann kann man sich hier oben bewegen. Es gibt hier eine Belüftung anscheinend und hier, ne, hier raus geht's nicht. Und wir können hier lang laufen und da ist dann halt böses Zeug drauf drin, wie auch immer. Wenigstens kann man hier hochfahren. Hat, glaube ich, aber mit dem eigentlichen Lagersystem nichts zu tun, weil es das heißt ja Silo, weil es ein Lager ist. Wir haben hier nämlich zwei Türen. Eine ganz normal zum Öffnen hier und eine hier noch zum Aufschieben. Und die zum Aufschieben, da seht ihr selber, da geht es zum eigentlichen Lagersystem. Ne? Also hier seht ihr, da oben ist das Rohr, wo der ganze Spaß rauskommt. Hier ist das Gitter, wo den ganzen Spaß hinschüttet. Alles ist ein bisschen auf alt gemacht. Ne? Hier ein Stahlträger in der Mitte, das Ganze so ein bisschen halten soll. Und der Lagerbereich, der Part ist Durchfahren. Ne? Das heißt, ihr habt auch hier eine Kante dran, wo ihr hochfahren könnt. Ne? Und das ist es dann. Ich weiß gar nicht, gehen hier noch irgendwelche Türen auf? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Von innen dann wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man. Wäre ja auch ein bisschen Quatsch, weil es soll ja ein gefüllter Bereich von oben sein. Ne? Ja, hier können wir dann auch noch was zusätzlich reinstellen. Texturenmäßig, ja, ne, also. Traum ist wahrscheinlich anders, aber ne, es gibt ja Leute, die die Stilrichtung mögen, dass es so ein bisschen flippiger oder grober ist. Das meiste sieht man ja auch nur, wenn man von weiter weg das Ganze sich anguckt. Ne? Aber sonst so hier vom Stil her sieht das schon ganz okay aus. So, ja, wir gucken uns die beiden platzierbaren Sachen einfach mal an. Das eine ist die Durchfahrhalle, da haben wir sie 451.000 hinklatschen, fertig. Das ist der ganze Trick. Mehr ist es gar nicht. Und das zweite ist einfach unter Silos ganz am Ende das gute Lager. Das Lager fast 500.000 und das Lager kostet 85.000. Also sprich, das Gebäude muss natürlich immer bedenken, dass da noch eine Unterstellmöglichkeit mit drin ist halt. Ne? Und so ein bisschen oben zum Rauffahren und sowas, je nachdem, wer auf sowas steht, ne? Der kann natürlich was mitmachen da. So, dann hüpfe ich einfach mal für zweimal das Feld, wo ich gar nicht hin wollte. Und hüpfe mal hier raus und latsche mal hier rüber. Hier kommen wir jetzt zu einem Modulsystem. Ich habe vier Einheiten dazu gefunden. Einmal einen Kühltransporter, einmal einen Mulde, einmal Kipper, so wie es ihr seht, und einmal eine Auflagevariante, so wie es ihr hier seht. Und die gibt es aber auch als Flachbettgeschichte oder sowas. Das heißt also, man hat schon so die Möglichkeit, das Einzige, was ich dazu nicht gefunden habe, ist eine Tankgeschichte. Man kann hier echt alles einstellen, ob das Auspuffanlage ist, auch diese Antennengeschichte, die Seitenaufkleber,
Ne? Und hier auch wie viel oder wie hoch oder was für Spoiler unten dran sein sollen. Das ist alles machbar. Kann ich euch auch zuerst einmal im Shop zeigen. Das ist das Einfachste. Wir fangen einfach mal mit den Modulen an. Ne, da seht ihr sie, 50.000 für die Variante mit 22,1 Kubik, 25,5 Kubik kostet 39.000 und 15 Kubik kostet hier 36.000. Das ist nicht unbedingt eine Schnäppchenvariante, muss ich sagen. Dafür kriegst du schon Anhänger, die das transportieren können, so, ne? Also, ja. Bei den Mercedes-LKW wird es ja auch nicht umsonst geben, ne? So muss man es einfach sehen. War es hier? Ja. Da seht ihr, also das ist hier die Variante Aufbau oder Standard, ne? So kann ich das halt Ballenwagen, kann ich das halt variieren, was ich daraus machen will, ne? So sieht das Ganze aus dann. So, unter Diverse haben wir noch die Kühleinheit. Da seht ihr es selber, 50.000 kostet die. Und dann unter LKWs, wer hätte das gedacht, den LKW. Da seht ihr es selber, hier steht nur Atego 25, 24, 25. Das ist ja vorne das Mercedes-Schild drin und die Mod heißt ja auch Mercedes Atego. Aber ihr findet das unter, wenn ihr die Mod sucht, unter Atego. Also sucht nicht nach irgendwas anderem, es ist vergebens. Ne? So sieht das Ganze hier aus. Ich kann hier die verschiedenen Varianten in hoch und niedrig und aufgebockt und nicht kriegen. Ich kann hier vorne die Antennengeschichten setzen, eine, mehrere. Ich kann hier oben die Erweiterung setzen. Ich kann das hinten eine Langkabine machen. Ich sehe, hier kann ich die Spoiler ändern und unten die Sachen nochmal extra abändern. Ne? Wir haben hier die Seitenfensteraufklebergeschichte, die ich ändern kann. Ne? Das ist der Windschutz in den verschiedenen Formen. Das, was hier, ne? Wind-Sonnenschutz ist das mehr, was ihr da seht. Ne, das sind also schon so ein paar optische Möglichkeiten, bis hin zu Schilderchen, die ich hier noch einblenden kann. Ne, das ist also alles machbar und auch Farben haben wir so ein paar Standardfarben da, die wir jetzt hier machen, hätten machen können. Zusätzlich gibt es noch eine Felgenfarbe und ja, das ist nochmal schön. Ja, sorry, ein bisschen, ne? Raue Stimme. Ja, 250 PS das Ganze und so sieht ein gutes Stück aus. Also Mercedes an sich so sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Die Auflieger eigentlich auch nicht, ne? Aber der Preispart, oh, ich habe Mercedes gar nicht geguckt, ich witz wohl. 80.000, ne? Wenn man dann halt die Mulde drauf macht da mit 50.000 und kann 25 transportieren für 130.000, dann kann man hier einen alten Volvo holen und einen normalen Auflieger, ne? Also muss man alles selber wissen, was man da machen möchte. So, ich hüpfe mal eine Runde rein. Da seht ihr dementsprechend, ne, ich habe hier Maus und Dingssteuerung noch drinnen. Was die machen, weiß ich nicht. Wir können den LKW aufklappen. Das ist aber mehr ein Aufbocken, weil wir dann auf eine Achse dementsprechend gehen. Wir können die Abkippseiten hier links, rechts ändern und hinten. Wir können mit Y die Abdeckung öffnen. Das seht ihr selber, also das ist jetzt rübergezogen, ne, und dann. Und hier ist das komplette System schön mit Holz innen drin. Das sieht also ganz okay aus so. Ja. Die anderen Muldengeschichten habt ihr gesehen. Man hat die alle auf diesen verrosteten Grundgestell drauf. Ne? Hier seht ihr es. Da sieht man. So, auf den verrosteten Grundgestell drauf, fährt drunter und sagt, ja, los geht's. Ne? So ist es halt dementsprechend hier auch. Ich könnte jetzt hier auch hingehen und sagen. Ne, kann ich anscheinend nicht. Muss das erst zuklappen. So. Okay, also wenn man es anscheinend einmal angekuppelt hat, kann man es nicht wieder abkuppeln. Oder lag das daran, dass ich das so. Ja, Motorsound. Ja, muss jeder selber wissen, nicht unbedingt mein Geschmack. Ne? Mache ihn jetzt einfach mal wieder aus. Ich kann das hier abladen sagen. Oh, Motor wieder an. Dann geht die Klappe auf. Wir haben keinen Kippmechanismus, sondern er klappt es dann einfach zur Seite weg. In dem Fall habe ich jetzt diese Seite hier angegeben. Ja. Die Maussteuerung, die erste, macht das Fenster hoch und runter auf der Fahrerseite, wie ihr seht. Das zweite macht. Spiegelverstärker.
das war nicht okay. Da sieht man es, ne? Die Spiegelverstellung. Wenn ich beide drücke, mache ich den anderen Spiegel. So, das ist der ganze Trick. Jetzt mache ich den Motor aus, zeige ich nochmal den Innenbereich. Der sieht so ganz ordentlich aus, ne? Hier hat man den Mercedes-Zeichen ein bisschen abgewandelt. Ja, einige Sachen sehen gut aus, einige Sachen ist eine Geschmacksfrage. Ne? Wir sind hier beim Sitz hier ziemlich hoch drinne, aber das muss man selber wissen, was man in dem Fall mag oder nicht. Wenn ich hier Licht anmache, habe ich aber eine schöne Hintergrundbeleuchtung, die ist sogar mehr als kräftig, also auch die Tasten unten, auch hier die Tasten bei der Lüftung und sowas, das passt soweit schon. Wenn wir es von draußen sehen, haben wir hier auch, sehen wir, zwei Lichtstufen, die wir schalten können. Hinten ist auch ganz normal Licht da und wir können, ne, hinten wie auch vorne auch blinken. Das passt alles. Ja, eine Geschmackfrage. Wenn ich ein- und aussteige, seht ihr selber, geht schön die Tür auf und zu. Das ist alles super. Man muss es halt mögen, vor allen Dingen, wenn man damit ein bisschen mehr durch die Gegend fährt, muss man den Sound mögen. Und das ist halt, ja, ne? Müsst ihr halt mögen. Sagen wir so, wie es ist. Ja, ich marschiere mal hier eine Runde rüber, weil wir, das war noch nicht die letzte Mod, wir haben noch eine. Und die sehen wir hier, das ist nämlich ein John Deere, nämlich ein John Deere 940, da steht es auch dran. In dem Fall gibt es den als Set, nämlich mit dem, erstmal kann man grundsätzlich sagen, ja, ich hätte gerne einen Frontlader, dann sagt er Stoll. Da sagte ich immer, Stoll, das ist ja eher schwierig, ne? Braucht man eine Mod für? Nein, dieser Vorbau hier, den 910, den ihr hier seht, der ist mit dabei. Das heißt also, das ist ein Set, den findet ihr dann auch ganz normal unter, ne, zeige ich gleich mal, Frontlader ganz am Ende. Da haben wir das gute Stück. Kostet ein Tausi und dann könnt ihr den Kram da hinklemmen und dann habt ihr das Ganze und dann funktioniert das auch ganz normal. Das ist schon mal ziemlich cool gemacht, finde ich. Wenn wir hier nochmal durchgehen, dann sehen wir, da ist das gute Stück. Hier kann ich noch eine zweite Motorvariante anmachen, die bringt ganze 2 PS. Wir haben hier Pflegebereifung und Normalbereifung zu machen und ich habe hier lauter verschiedene polierte Farben, was auch immer, für die Felgen und das Nummernschild dazu. Es ist leider nur der Zweiradantrieb. Vierradantrieb hat da jemand auch, glaube ich, im Kommentarbereich drüben geschrieben gehabt bei Forbidden Mods. Ne, wäre noch super gewesen, aber wie gesagt, 12.000 kostet das gute Stück. Muss man halt dann sehen, was man daraus machen möchte. Wenn ich hier eine Runde reinsteige und Lichter mache, haben wir ganz normales Standardlicht. Hier die Seitenlicht, das ist das zweite Licht. Und hinten haben wir normal. Also wie gesagt, da ist ja nicht viel Sperrenzchen bei. Wir blinken und das sieht man relativ schlecht, wenn das gut dran ist. Das sind nämlich diese kleinen Mini-Ausleger, die wir blinken. Hinten blinken wir auch ganz normal. Rundumleuchten und sowas haben wir so nicht. Wenn wir hier reingucken, sehen wir, wir haben hier ganz normale einfachst Bedienungseinheiten. Wenn wir das Ganze hier machen, sehen wir, wir haben eine Zeigerreaktion, aber keine Lichtreaktion. Das ist der ganze Trick. So, ja, eine Runde drehen bleibt noch über und das machen wir einfach mal. Ja, fährt hier wacker locker seine 30, Bremslichter hat er, Rückfahrleuchten hat er keine. Ich stelle das gute Stück hier einfach mal ab. Ja, gezeigt habe ich daran alles und so sieht er dann aus und so lasse ich ihn einfach auch mal mittig stehen. Denn wir sind am Ende der Sendung für heute, so schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo erspitzen mäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.